herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banuki on the Road. Heute mit dabei Sascha, Mr. Schoki Banuki himself und meine Wenigkeit, der Pujan. Und was wir heute für euch mitgebracht haben, sag erstmal Hallo, du bist ja unhöflich. Achso, ja. Hallo! Katastrophe. Nach all dem, was ich beigebracht habe, ist nichts hängen geblieben. Wir haben wieder lustige Fragen mitgebracht. Lustige Fragen? Ja, ich werde dir eine Frage stellen. Das war die fette Bräute, weißt du? Natürlich. Muss man das extra erwähnen? Ja. Gut, für alle Newbies, das wahnsinns fette Bräute gibt es jetzt schon seit 10 Jahren. Ja, gibt es wirklich schon seit 10 Jahren. Egal, however. Hier ist die Frage, was ist eine Nachblasestation? Ah! Jetzt kommen natürlich nur die schweinischen Sachen. Also wenn ich jetzt schweinisch wäre, ja, was du ja nicht dann würde ich sagen, da ist ein Bordell und da sind lauter Freier, die da reingehen. Und manche, und das ist nicht sehr hochqualitativer, hochqualitatives Freudenhaus, manche Nutten sind nicht so richtig ausgebildet und kriegen es nicht richtig gebacken. Das heißt also, der Freier kommt nicht zum Happy End. Und da gibt's, bevor man rausgeht, gibt es noch so kleine Kabinen, da sind so Nachblasestationen. Und da hat der Freier, da sind die richtigen Profi-Frauen drin. Ja, und gehen sie nicht direkt zu den Profis? Weil man die nicht sieht. Nein, das macht keinen Sinn. Wie, das macht keinen Sinn? Das musst du andersrum aufbauen. Das ist ein Bordell, das erste Fließband-Bordell Europas. So. Und zwar mit einer Garantie, dass wirklich alles rausgeholt wird. Ach so. Damit diese Garantie aber auch eingehalten wird, damit die nicht verklagt werden etc., kommst du nach dem eigentlichen Business immer noch in die Nachblasestation. Aber es wäre eine Nachsaugstation dann in dem Moment. Ja, man sagt ja nicht, saug mir ein. Ja, ist ja? Okay. Damit da wirklich auch alles Gewehr bei Fuß steht. Okay, fang doch mal neu an. Okay. So mache ich's. Nee, eine Nachblasestation. Also, genau. Nachblasestation. Ja. Eine Nachblasestation. Glasbläserei. Glasblaserei? Glasblaserei. So. Diese ganzen Vasen und diese ganzen Skulpturen und so ein Käse da irgendwas, diese ganzen Weihnachtskugel aus Nein. Glas. Sind es nicht? Nein. Ja, deswegen ist es ja Käse, dass ich das anfangen würde. Ja. So, also, Nachblasestation. Ich habe eine Idee. Ja, jetzt bin ich gespannt. Da, Autowäscherei. Autowascherei. Autowaschanlage. Ne? Fährst in die Autowaschanlage und am Ende wird das Auto ja immer so sauber geblasen. Ja. Trocken geblasen. Ja. Und das ist die Nachblasestation. Also das fährt ja dann so. Und die Vorblasestation? Es gibt ja keine Vorblasestation, muss ja nicht. Ja. Und warum wird das Nachblasestation nicht Blasestation genannt? Es heißt ja auch nicht, es gibt ja auch Prognose, aber keine Kontragnose. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das war ein hervorragendes Argument. Ja, weil es gibt nur die Nachblasestation. Ich löse das mal auf, bevor ihr hier. Was denn? Das ist doch richtig! Okay, also, gib mir ein Stichwort. Fresse halten. Ja! Da habe ich eine Idee! Also, eine Nachblasestation ist ein Teil des Abwassersystems. Um Rückstände im Rohr zu entfernen, wird Druckluft durch die Rohre geblasen. Und zwar eben von dieser Nachblasestation. Da machst du so einen riesen Aufriss mit diesem Wort, ne? Das war's wieder. Einfach nur. Schoki Banuki. Da wird ein Rohr leer geblasen. Da war ich gar nicht so schlecht eigentlich. Was? Wird ein Rohr sauber geblasen, ist eigentlich wie meine erste Idee. Jawohl, Herr Kalleun. Ja, genau. Also, schaltet wieder ein. Bis die Tage. Ciao. Ich fand's total gut.